Possible perp here. Warum kommen da ständig neue Gegner und vor allem, wo kommen die her? Das wüsste ich jetzt dann doch gerne. Kommen die aus der Kanalisation? Ich war ja hier überall schon. Ja, und da hinten war ich auch schon. Ihr seid gerade aus dem Nichts gespawnt. Oder kam er von da hinten? Mach mal einen Ballistikschutz an. Und vielleicht die Regeneration. Ach, alles Munition, die ich nicht brauche. Die Pistole muss ich nachladen. Stay sharp, people. Hit. Hör auf, dich so schnell zu bewegen. Ich treffe dich nicht. Correct inform. Sag mal. Attach. Street's clear. No damage. Jetzt aber. Ach, immer diese komische Munition. Ich hätte vielleicht doch die falsche Waffe weggeworfen. Gut, dann speichere ich doch mal. Bevor das jetzt hier noch ausartet und ich ständig laden muss. Stay out of the street. Cops shoot at anything. Naja, gut. Bevor ich jetzt hier mich noch weiter rumtreibe. Wobei, kann ich eigentlich da runter nochmal? Das sieht so aus, ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass es da was Tolles gibt. Deswegen lasse ich es einfach mal. Ich schinde nicht weiter Zeit, sondern gehe direkt zu Harley Philbin in der Underworld Bar. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Willkommen zurück zu Deus Ex in der Underworld Bar, um den Oberilluminaten oder so zu finden. Und ihn zu fragen, was das alles soll und überhaupt. Wer denkt, wer ist. Und so. Keine Ahnung. Was will ich eigentlich bei dem? Ich will ihn treffen. Okay, dann treffe ich ihn. Jemand hat die Billardkugel wieder aufgeräumt. Das geht so nicht. So ist viel schöner. Das ist Kunst. Harley Philbin. Nee, Moment. Blödsinn. Harley Philbin ist doch, ach, Blödsinn. Dowd. Dowd ist der Illuminat. You're out here because of martial law. I didn't know they were using Marines. Nah, Yanako likes to work alone. Just came out to look up a girl I used to know. That girl at the table over there, Sandra Renton. FEMA gave me a pass for the curfew. What's FEMA doing handing out travel papers? They took over the advanced submarine base where I work. I don't like being pushed off duty, but I guess little R&R never hurt anyone. They brought in their own staff? Most of us were moved out of the main submarine hangar last night. FEMA set up a perimeter. We'd sure like to know what's going on in there. Okay. Das guck ich mir doch mal an. I would too. Maybe I'll check it out for you. You a cop? Used to be. I'll say it straight. I'm a patriot. I don't like to see one of our top secret bases commandeered, especially when the only people allowed inside are these Asian mafia types. You think you can do something about it? I can have my buddies at the front gate let you slip by. My name's Vinny. Tell them you know me. Yep. Thanks. I'll das see what I can find out. Das gerne benutzen. Was war das jetzt also? Beim U-Boot. Schlitzpunkt. What do you want? Prices have tripled to 30 because of martial law. Kennst du den Dowd? Heard the name Stanton Dowd. What do you want with Dowd? A private matter. Know where I can find him. I'm gonna say this once. That German mech from Yanako already came by looking for you. You got money to spend? Nee, fine. This curfew's killing me, but leave me out of your business. That guy's oiled up and ready for a fight. Gunther. Gunther. Do you want something or not? Nee. Never. Ich hätte gerne dieses Medikit. Vielen Dank. Was ich sagen wollte, genau, Harley Philbin ist natürlich der Informant aus ganz vom Anfang. Der ganz von Anfang an schon dabei war. Hi Sandra. Too bad about the hotel. Und nicht der Oberilluminat. No use worrying about it now. Are you all right? I heard Yanako was after you. They aren't the only ones. You should stay out of Hell's Kitchen. People have been looking for you. Yeah. This one guy, he came to the hotel and said he was your cousin. What did he look like?
Just an average guy, but I think he was an undercover cop. Okay. Is that Marine really a friend of yours? That's Vinny. He went to my high school. Think I can trust him? Vinny? Oh, sure. He's a good guy. Kind of simple, but he's a good guy. Thanks. The guy who was looking for you, I think he was wearing a blue jacket. Hatte der Typ, der nach mir gefragt hat. Yanako's put a price on your head. What are you doing in the city? I didn't expect the kitchen to be under martial law. People know the government has a vaccine. Riots everywhere. You still on the dole at Yanako? I never mentioned. I've been working for the NSF all along, and the Illuminati. I'm on your side. Right, the Illuminati. I need to find one of their leaders, Stanton Dowd. A load of plague virus is on its way to New York. Virus? You mean the Great Death? What's Dowd got to do with it? The same corporation that makes Ambrosia also manufactures the virus. Quite convenient. The virus came over in a super freighter previously owned by Dowd. Yeah, most of Majestic 12 is just hand-me-downs from the Illuminati. Huh. We knew about Ambrosia, but the virus? That's news. They're infecting people on purpose, huh? I was hoping Dowd could tell me where the freighter would unload. I'll contact him. Go to the burn-up storefront of Osgood & Sons, over where the tunnels connect to the warehouse district. You know, where the NSF had the generator. I'll try to get him to meet you there. Ja. Osgood & Sons. Weißt du schon. Yeah. And JC, be careful who you mention the Illuminati to. Like Joe Green. He's a spy for Yanatka. Damn it! The reporter? Are you sure? Here's the proof. Hey, kill Green and you'll be doing all of us a favor. I saw him hanging around the free clinic. Den kenne ich doch schon. Dowd doesn't like to be contacted directly. Es ist nicht unbedingt die feine Art, ihn einfach umzulegen, aber ich wüsste gerne, was der Film sagt, nachdem ich es getan habe. Deswegen mag ich es einfach mal. Die freie Klinik ist ja jetzt nicht wirklich weit weg. Ist da der Landstreicher? Oder? Nee, was? Der ist grün? Aha, ach so. What's up? Okay. Der da ist ein Gegner. Nein! Ich hätte früher nachladen sollen. Okay, du hast Glück, du kriegst nämlich nur einen Betäubungspfeil. Put him on the ground! Wenn du näher kommst, fühlst ich dich echt gehabt. Er hatte eine faire Chance zu überleben. Wie gesagt, eigentlich versuche ich nur die Leute zu töten oder nur die Leute zu erschießen, die auch mich angreifen. Aber ich wüsste jetzt gerne. Ich frage ihn erstmal. There's talk that you're a spy. A spy? For whom? I just want to hear your side of the story. So, am I working for the CIA or FBI? You tell me. Either way, they'd have me wearing a better suit. I'll take that as a denial. I figured you were up to no good. Ist mir jetzt irgendwer sauer deswegen? Nö. Okay. Immerhin, ich habe ihn nur betäubt. Das scheint aber schon auszureichen, um das Sekundärziel zu erreichen. Habe ich dafür jetzt tatsächlich Erfahrungspunkte bekommen? Sieht so aus, ne? Oh, ich könnte mich heilen, sehe ich gerade. 2600. Kann ich denn schon irgendwas steigern? Nee. Ich glaube, das ist für Multitools ist das, aber davon habe ich eh so viele. Da muss ich jetzt die Effizienz nicht noch weiter steigern. Muss mal gucken. Ich glaube, am liebsten würde ich tatsächlich nochmal die Pistole hochleveln, um da noch präziser zu werden. Ich vergleiche gerade mal, wie viel Munition ich da habe. 13 Magazine, 15 Magazine, 5 Magazine. Ja, die meiste Munition hätte ich, wenn man es zusammennimmt, bei dem Präzisionsgewehr und der Schrotflinte. Und die laufen auf einem Talent, nämlich dem Gewehrtalent.
Ich könnte die auf 3 bringen, so wie auch die Pistole schon. Andererseits wäre natürlich Pistole auf 4 schon ziemlich cool. Der ist immer noch grün. Dann schauen wir doch mal. Achso, das war so ein Schläger. Was ist das denn für ein Typ? Der erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber gar nicht an was. Es ist nicht Red Arrow oder Luminous Path. Ich weiß es gerade nicht. Da war. I took out that reporter Joe Green. I don't like people who ask a lot of questions. No shit. Man, you really did change sides. Never would have thought it possible. Ich das dafür? Thanks for getting rid of that guy. Natürlich nicht. Okay, dann muss ich jetzt zum Lagerhaus. Und das Lagerhaus. Ich glaube, das ist auch beim Hinterausgang. Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher. Hey, dieser Schläger macht mich nervös. Ich denke ständig, das ist ein Gegner. Hier ist das niedergebrannte Lagerhaus, genau. Da will ich hin. Und wo ist jetzt der Doubt? Ach, da! Stanton Doubt. Da will ich doch mal schauen, was der so zu erzählen hat. You Doubt? I agreed to see you because we have a mutual enemy. Why a vacant building? I thought the Illuminati were bankers, politicians, Council on Foreign Relations types. We always stayed in the background, even when that was true. You all right? Caught this damn plague myself. Anyway, we never had troops like Majestic 12 or freighters full of bioweapons, if what you say is accurate. It's accurate. I just don't know where the freighter would dock. They'll want to hide it. The only facility big enough on the East Coast is the Advanced Submarine Facility at the Brooklyn Naval Shipyards. Of course. That's why FEMA took it over. They're probably storing the virus in the ship's diesel tanks. The only way to make sure... the only way to make sure it's destroyed will be to scuttle the ship. Scuttle a super freighter? It can be done, if you know where to place the charges. Smuggler should have explosives that will work. I already have some explosives. I'd pick up some more while I have the chance. But if you think you're equipped, then find your pilot and get going. You sure you're all right? I'm hanging in there. If you come across some ambrosia on that ship, however... Don't worry, I'll get you some medicine. I'll give you a blueprint of the ship. The X's mark the 5 tri-hull wells. Crack those up. Reverse the bilge pumps, and the ship will split open like a banana. Tong told me he found an interesting molecular signature on the virus. A clue to who developed it. Ja, die Illuminaten, von denen du einer angeblich bist. Jetzt habe ich aber gerade nochmal 900 Erfahrungsfähigkeitspunkte bekommen. Wow! Damit könnte ich das Gewehr schon mal hochleveln. Na, ich glaube, ich will wirklich die Pistole. Nicht zuletzt, weil ich damit ja auch die Armbrust dann besser benutzen kann. Ach, verdammt. Ja, ich will noch zu dem... verdammt. Ich will zu Smuggler. Wie komme ich zu Smuggler? Verdammt. Zack, zack, zack. So komme ich zu Smuggler. Ich kann mich natürlich auch tarnen. Wo war Smuggler noch gleich? Smuggler war doch bei dem... Jetzt habe ich ein Problem. Wo war denn Smuggler? Ach, da hinten, genau. Da hinten war der Smuggler. Ist hier noch was? Nö, hier ist gerade keiner mehr. Ich glaube, die folgen mir. Du bist, glaube ich, grün. A damn ghost town. Ist hier noch offen?
ich habe überhaupt keine Energie mehr. Munition. Immerhin, das Schwert leuchtet so ein bisschen. Gut zu wissen, dass man das Schwert benutzen kann. Dude! Ich wurde gebeten, das Schwert zu benutzen. Ich benutze es! Habt ihr zufällig Biozellen dabei? Natürlich nicht. Jetzt brauche ich aber ein Medikit. Holy moly! Ja, ich brauche 2 Medikits, so wie das aussieht. Da könnte ich, glaube ich, noch ein drittes nachlegen. Oh Mann. Ich muss hier weg. Ich glaube, ich sollte dann vom Smuggler aus den Hinterausgang nehmen. Also den anderen Ausgang, meine ich. Holy shit. I'm showing an activity on several of the smuggler's avatars. He must be at home. Wurde er gerade wirklich Avatar als Server übersetzt? Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ballistikpanzerung. Warum habe ich ein Messer? Nehme ich doch, sobald ich wieder hochgehe, hätte ich die gerne. Und ich würde ja schon mal gerne da hinten hin, aber irgendwie habe ich es bisher nie geschafft, da hinzukommen. Der ist grün, ne? Ja. Ich dachte gerade, da steht jemand. Ich brauche echt dringend Bioenergie.